Welcome back im Racing Speed Shop. Ich bin mal wieder bei Sven von All American Motors, weil der Typ hat wirklich richtig coole Autos. Ihr habt den Nomad gesehen, den ich vor zwei Wochen oder drei Wochen hochgeladen habe. Ansonsten gucken wir mal in die Bio. Kanal bitte abonnieren, ne? Damit wir hier so weitermachen können. Aber jetzt bin ich wieder bei Sven und ich sage mal eins. Es ist ein verdammter Monster Truck. Guckt euch das Ding an. Ein 62er K20 Long Bed Stepside Pickup. Also als Stepside der Long Bed wirklich super selten. Und das Ding hier ist ja wohl mal der Oberkracher, oder? Ey, lasst das mal bitte ganz kurz auf euch wirken. Wie brutal dieser Pickup ist. 62er K20 und hier ist wirklich so, bigger is better. Das Ding ist brutal. Das hier ist eine echte Frame-Off-Restaurierung aus USA. Den hat Sven vor, ich weiß gar nicht wann, geholt. Allrad-Pickup, check. Big-Block-Pickup, check. 396er. Leicht aufgemacht mit 425 PS, glaube ich. Motor neu, 700er Getriebe neu, Achsen neu überarbeitet, Allradgetriebe, Verteilergetriebe neu überarbeitet, innen drin Dakota Digitalinstrumente. Das Ding hier ist fucking nut and bolt restauriert. Dieses Auto ist wirklich komplett auseinandergenommen worden. Und komplett restauriert worden. Glaubt ihr mir nicht? Und zwar, wenn ich sage, komplett auseinandergenommen, meine ich auch komplett auseinandergenommen. Das hier sind Bilder, die Sven mir gerade gegeben hat von dem Pickup, als der Wagen drüben restauriert wurde. Guckt euch an. Alles einmal komplett gestrippt. Hier die Front. Jetzt passt auf. Auch der Rahmen. Da. Der Rahmen wurde komplett überarbeitet. Wirklich einmal alles neu gemacht. Und das wirklich sehr, sehr cool dokumentiert. Damals auch schon in Blau gewesen. Jetzt natürlich neu in Blau lackiert. Da seht ihr Frame-Off-Restaurierung. Der ganze Rahmen wurde gemacht, die Achsen wurden gemacht. Es sind alle Gummis, alle Lenkungsdämpfer, es ist alles, alles neu an diesem Auto. Guck dich das an. Das Häuschen, es war alles komplett auseinander, bevor es dann anschließend lackiert und zusammengebaut wurde. Also das ist wirklich eine Frame-Off-Restaurierung. Sondergleich. So, jetzt nochmal von den Fotos weg zum Originalauto. Guckt euch das an, wie auf den Bildern. Es ist einfach alles neu. Es wurde ein Tank unter die Ladefläche gesetzt. Und schaut euch das an, jede Schraube wurde hier angefasst. Jedes Gummi ist neu drin. Die Achsen wurden überarbeitet. Das Moment. Zum Glück ist er so hoch, dass ich hier einfach so mich drunter legen kann. Verteilergetriebe überholt. Das 700er. Automatikgetriebe ist neu reingekommen und da vorne der 396er Big Block. Guckt euch mal bitte diesen Rahmen an. Ja. Leicht gewachst, sonst nichts dran. Oh, schöne Auspuffanlage, wie ihr seht. Aber die schöne Auspuffanlage kommt auch hinten extrem schön links und rechts zur Geltung. Wirklich cool. Auch hier auf der Ladeflächenmulde oder in der Ladeflächenmulde nochmal das Ersatzrad. Die Karre steht auf 37er Monsterrädern. Ich meine, wartet, schaut euch das Ersatzrad an. Oder schaut euch diese fetten Monsterräder an. Mit den auch echt sehr, sehr coolen, das sind glaube ich Falcon Wheels. Muss ich nochmal nachgucken, sage ich euch gleich nochmal. Auf jeden Fall sind sie eingetragen. Es ist wirklich unglaublich. Man sitzt hier wirklich schon echt cool drin, weil man einfach extrem hoch über allem sitzt.
Schauen wir uns mal das Herzstück an. Bevor wir zum Motor kommen, noch ein kleines Gimmick, was ich sehr cool finde. Hier, der 57er Buick müsste das sein, in dem Kühlergrill. Na, ansonsten die 62er Front, unverkennbar. Jetzt vom Kühlergrill unter die Motorhaube. Habe ich euch zu viel versprochen? 3,96 Cubic Inch Chevy Big Block. Uah, unfassbar. Ihr werdet den Klang gleich hören. Das Ding ist brutal. VTEC Einspritzanlage. Eine Edelbrock Performer Spinne. Schaut euch das Ding an. Alukühler, zusätzlicher E-Lüfter. Zweikreisbremsanlage mit 4 Trommeln, bremsen aber super. Hier innen noch ein zweiter Spall-Lüfter und Getriebeölkühler. Servolenkung, lenkt auch butter weich. Also wirklich, ja, wirklich ein sehr cooler Motor. Weil bigger is better ist hier nicht nur die Höhe vom Auto, es sind 2,10 Meter, sondern es ist halt auch der Motor. Big Block im Big Pickup. Also, ja, ich würde sagen, wir müssen das Ding mal fahren, oder? Seid bestimmt genauso gespannt wie ich. Also, auf geht's. So, wir sind in dem Monster Truck. Das hier ist von der VTEC Einspritzanlage, das Handheld. Da könnt ihr auch während der Fahrt alles einstellen, loggen, was auch immer. Ist hier in diesem wunderschönen neuen Handschuhfach. Und da ist er wieder, der Sven. Mahlzeit. Der Chef selber fährt mal wieder. Ich sitze auf dem Beifahrersitz, mache ich ja total gerne. Ne? Ist er ja. Und da ist jetzt nochmal in voller Pracht das Dakota-Instrument. Ja, cool. Sieht natürlich auf dem Video mal komisch aus, weil es blinkt. Ist halt digital. Aber er fährt gar nicht so schwammig, wie ich dachte. Ich dachte, dass er mehr schwimmt. Den können wir noch schwimmen lassen. Den kann man auch schwimmen lassen? Nee, nicht schwimmen lassen, bitte. Aber ich muss sagen, ich habe ja viele von diesen hochgelegten Dingern schon gehabt. Gerade als ich früher so Offroad-Rennen gefahren bin. Der fährt echt relativ stramm auf der Straße. Ja, also, ich kann mich erinnern, meine Chevys mit den riesen Ballonreifen, die dann wirklich immer beide Straßenseiten fast gebraucht haben. Da fühlt sich das hier echt gut an und die Bremse haut auch gut rein. Trommelbremse ist halt auch nicht zu beachten, ne? Ja, also fahren tut der Monster Truck wirklich gut. Kann man nicht anders sagen. Und du bist wirklich in der Karre der König der Landstraße. Was, Sveni? Ja, das Ding läuft wirklich cool. Und der ist wirklich sehr spurgetreu für so einen riesen Umbau. Kann ich nur noch mal sagen, für so einen riesen Umbau läuft der wirklich super auf einer Spur. Das ist unglaublich. Mach mal so ein paar Lenkbewegungen, bitte. Ja, Wahnsinn. Ehrlich, also Hammer. Geil. Ja, danke. Ja, das war die Fahrt im K20 Allrad. K20, den 62er Monster Truck. Das Ding ist echt Monster. Deshalb habe ich auch auf den Burnout verzichtet, weil die 37er Räder, die möchte ich doch lieber ein bisschen schonen. Sven, aber vielen Dank, dass wir das Auto vorstellen durften. Und auch dieses Monster ist for sale bei All American Motors. Sven, ihr könnt Sven direkt anschreiben, ihr könnt uns anschreiben, wir werden das weitervermitteln. Aber jetzt, ihr wisst Bescheid, geht raus. Vom Rennsprit. Habt ein wunderschönes Wochenende. Wir sind raus. Macht's gut. Ciao.